Frau Leukefeld, Sie sind Journalistin und Syrien-Expertin. Sie pendeln seit geraumer Zeit zwischen Deutschland und Syrien. Sie haben viele Kontakte vor Ort. Wie beurteilen Sie denn die aktuellen Berichte über einen ja offenbar stattgefundenen Giftgasangriff? Gibt es überhaupt noch Zweifel an einer solchen Attacke? Ich denke, es gibt keine Zweifel. Also die verschiedenen Belege, die uns jetzt hier zugänglich sind über die Medien oder aus Berichten, zeigen ja, dass also eine große Zahl von Menschen gestorben ist. Das wird von Medizinern auch bestätigt und dass sie offensichtlich an chemischen Substanzen, die eingesetzt worden sind, gestorben sind. Also ich denke, an dem Vorfall an sich kann man nicht mehr zweifeln, aber ich finde, es ist eine große Frage, wer dafür verantwortlich ist, wie es dazu gekommen ist. Das ist für mich keineswegs klar. Also in der Tat hat die Organisation Ärzte ohne Grenzen ja schon diesen Angriff bestätigt. Auch die UN-Experten, die vor Ort waren, haben ja diesen Angriff an sich untersucht, nicht woher der Angriff kommt. Trotzdem hat US-Außenminister John Kerry diese Attacke ja der Regierung Assad zugeschrieben. Welches Interesse aber hätte die Staatsführung unter Bashar al-Assad, diese Attacke auszuführen? Ich halte es eigentlich für ausgeschlossen, dass die syrischen Streitkräfte diese chemischen Waffen eingesetzt haben, über die das Land offensichtlich verfügt. Sie haben das also von der syrischen offiziellen Seite her ist es immer wieder betont worden, dass diese Waffen nicht eingesetzt werden, wenn sie die Waffen tatsächlich haben sollten, weil diese Waffen offiziell nie deklariert wurden von Seiten der syrischen Regierung. Aber ich denke, es gibt also weder aus militärischen noch aus politischen noch aus sonst welchen Gründen irgendwie Interesse für die syrische offizielle Seite, diese Waffen einzusetzen. Frau Leukefeld, wer profitiert denn, wenn man das so sagen kann, von dem Einsatz von chemischen Waffen, von Nervengas in Syrien? Es profitieren ganz offensichtlich die Kämpfer, die in den östlichen Gebieten von der Hauptstadt Damaskus aktiv sind. Das sind sehr viele unterschiedliche Gruppierungen. Das sind islamistische Gruppen, das sind salafistische Gruppen, das sind auch Gruppen der sogenannten Freien Syrischen Armee, die eher politische, säkulare Ziele verfolgen. Andere verfolgen das Ziel, einen islamischen Staat einzurichten. Also die wollen Damaskus halt zur Hauptstadt eines islamischen Staates machen. Also diese Gruppierungen profitieren davon. Warum? Weil die syrischen Streitkräfte, die eine massive Operation gegen diese Gruppen begonnen hatte, vor 2, 3 Wochen war es also der Beginn einer ganz massiven Operation. Und die Streitkräfte haben auch immer darüber berichtet, also die Öffentlichkeit war informiert von dieser Operation. Und sie war erfolgreich. Und diese Kämpfer mussten sich zurückziehen von strategisch wichtigen Positionen. Und jetzt mit dieser Kampagne oder mit dieser Diskussion über den Einsatz von Chemiewaffen und der Beschuldigung, dass es die syrische offizielle Seite gewesen sein soll, musste die Armee diesen Einsatz stoppen. Die Armee musste den Einsatz stoppen, damit auch die Sicherheit gewährleistet ist für die UN-Inspektoren, die dort in diesen Gebieten Untersuchungen vorgenommen haben. Das heißt, die militärische Operation musste gestoppt werden und das hat natürlich den Aufständischen in einer Situation der Bedrängnis Luft verschafft, sich zurückzuziehen, ihre Kräfte neu zu ordnen, wie auch immer. Nun ist es ja aber so, dass in Syrien nicht das erste Mal Giftgas aufgetaucht ist. Es wurden vor einiger Zeit bei Rebellengruppen auch Giftgasbestände gefunden. Es sind immer wieder chemische Substanzen auch abhanden gekommen. Die syrische Regierung, wenn ich richtig informiert bin, hat diese Fälle immer auch gemeldet, wenn eine gefährliche Substanz gestohlen wurde aus irgendwelchen Beständen. Ja, das ist etwas, was man hier selten erfährt. Also die syrische Seite, die offizielle Seite, hat ein ganz großes Interesse daran, deutlich zu machen, dass sie nicht zu diesen Waffen greifen werden. Nicht nur in Form von Stellungnahmen, sondern es gibt nach meinen Informationen auch vermittelt durch die russische Seite direkte Kontakte mit Washington, um Washington sozusagen zu versichern,
dass diese Waffen, intern ist es bekannt, dass Syrien dieses Waffenarsenal darüber verfügt, dass diese Waffen unter Kontrolle der syrischen Streitkräfte sind und dass sie nicht angetastet werden. Also weil auch Russland, weil auch der Iran ein großes Interesse daran haben, dass diese Waffen nicht eingesetzt werden. Und deswegen gibt es eben halt jedes Mal, wenn zum Beispiel chemische Substanzen aus Fabriken gestohlen wurden oder auch nukleare Substanzen abhanden gekommen sind, zum Beispiel auf Ölfeldern, wo das also für die technische Förderung in irgendeiner Weise relevant ist, ist das also gemeldet worden. Ich habe selber also solche Meldebriefe auch gesehen, die man mir gezeigt hat, um sicherzustellen, dass eben halt die Vereinten Nationen Bescheid wissen, es gibt Substanzen, die abhanden gekommen sind. Es ist sehr gefährlich und deswegen dahinter war natürlich immer die Aufforderung, dass man zu einer politischen Lösung kommen muss, um diese Kämpfe zu stoppen, damit diese Substanzen nicht außer Kontrolle geraten. Sie haben gerade gesagt, man erfährt über viele Dinge in der westlichen Presse nichts. Wie beurteilen Sie denn als Journalistin und als Syrien-Expertin den Diskurs, den medialen Diskurs in der westlichen Presse? Ja, es werden inzwischen etwas mehr Fragen gestellt als noch vor einem Jahr. Mhm. Das liegt sicherlich auch daran, dass die Öffentlichkeit diese Fragen an die Medien weitergegeben hat. Also ich höre, wenn ich hier in Deutschland bin, häufig solche Sendungen, wo ein Experte im Studio ist und dann rufen Leute an und stellen Fragen oder geben ihre Meinung kund. Und aus diesen Diskussionen wird eigentlich immer sehr deutlich, dass die Öffentlichkeit das Gefühl hat, sie ist von den Medien nicht richtig informiert worden über Syrien. Aber dennoch stelle ich fest, dass die Tendenz, also insbesondere der wichtigen, großen, sogenannten Leitmedien, ob das jetzt die großen Tageszeitungen sind, ob das der öffentlich-rechtliche Rundfunk oder das Fernsehen ist, die Tendenz der Fragestellung von Kollegen in Interviews geht immer in Richtung militärische Lösung. Es wird nicht erörtert, zum Beispiel die Frage, was ist eigentlich mit der Genf II-Konferenz? Warum ist es nicht zur Verhandlung gekommen? Wer blockiert eigentlich die Verhandlung? Es wird immer gesagt, dass Russland und China sozusagen an den Verhandlungstisch kommen sollten. Sie sollten im UN-Sicherheitsrat nicht mehr blockieren, wird ja immer gesagt, auch von unseren Politikern hier in Deutschland. Aber Tatsache ist, dass Russland und China von Anfang an Verhandlungen unterstützt haben, dass die syrische Regierung eine Delegation für Verhandlungen zur Verfügung gestellt hat, zusammengestellt hat. Und dass es die Opposition im Ausland ist, die diese Verhandlungen von Genf blockiert. Also da finde ich, werden die Medien ihrem Informationsauftrag nicht gerecht. Darüber hinaus sind es ja auch noch weitere Mitglieder im UN-Sicherheitsrat, neben den ständigen Mitgliedern, die eine kritische Position haben. Die Union der südamerikanischen Nationen, UNASUR, hat sich die Tage gegen eine Intervention in Syrien ausgesprochen. Ja, genau. Auch andere lateinamerikanische und karibische Verbände, auch Staaten Afrikas und Asiens, nehmen hier generell eine kritische Position ein. Ja, man hat immer so den Eindruck, als würde die Welt nur aus der Sicht Europas oder der USA oder der Golfstaaten bestehen, also die blockfreien Staaten, wie Sie sagen. Man hört überhaupt nicht, was die für eine Position vertreten, das stimmt ja. Dennoch ist es ja so, Frau Leukefeld, dass die Intervention, die über die letzte Woche noch gesprochen wurde in der internationalen Presse, erstmal aufgeschoben ist, zumindest, wenn nicht aufgehoben. Inwieweit spielt denn hier die Erfahrung des Irakkriegs eine Rolle? Vor allem eben der Auftritt von Colin Powell im Februar 2003 vor dem UN-Sicherheitsrat, als er damals über vermeintliche Massenvernichtungswaffen Saddam Husseins gesprochen hat. Da spielte ja auch ein abgehörtes Telefonat eine wichtige Rolle, damals bei Colin Powell, wie jetzt auch wieder. Der israelische Geheimdienst hat ja entsprechende Informationen in Washington übermittelt. Ich finde das eigentlich ganz ermutigend, dass die Öffentlichkeit sich doch noch so gut an diese Geschichte mit dem Irak erinnert. Es hat ja viele Demonstrationen gegeben, aber auch viele Politiker in den Parlamenten, in London, auch in Washington werden diese Fragen gestellt, auch überhaupt in europäischen Parlamenten. Also dass
diese Lügen, die damals verbreitet worden sind, nicht vergessen sind. Das ist ganz wichtig. Und es setzt offensichtlich doch die Politik, die eine Intervention in Syrien, eine militärische Intervention befürwortet, erheblich unter Druck. Ich glaube, ein anderer Punkt ist, dass es sehr viele Zweifel gibt über diese sogenannten Beweise. Also, dass man wirklich so viel auch in der letzten Zeit gehört hat über die Aktivitäten von Geheimdiensten, also was über die Whistleblower von Snowden oder über WikiLeaks auch veröffentlicht worden ist, wie US-amerikanische Geheimdienste arbeiten, britische Geheimdienste. Das alles trägt zu einer großen Skepsis bei und ich denke, es ist sehr wichtig, dass die Öffentlichkeit so aufmerksam ist. Dennoch müssen wir davon ausgehen, dass es zu einer wie auch immer gearteten Intervention unter US-Führung in Syrien kommt. Welche Folgen hätte das denn für dieses ja vom Krieg verwüstete Land? Sie kennen die Situation ja vor Ort, Sie waren nicht nur in Damaskus, sondern auch in anderen Regionen. Welche Folgen erwarten Sie für Syrien? Die unübersichtliche Lage in Syrien würde noch unübersichtlicher werden. Mhm. Wenn die Streitkräfte nicht mehr in der Lage sind, gegen bewaffnete Gruppen vorzugehen, dann wird es immer mehr in Richtung von Warlords gehen, die also das Land unter sich aufteilen, die bestimmte Gebiete unter sich aufteilen, aber auch gegeneinander verteidigen und auch gegeneinander kämpfen. Es wäre also eine Afghanisierung Syriens. Die Syrer sprechen von einer Situation. Sie fürchten, dass es wird wie in Somalia. Mhm. Denn eine solche Militarisierung, die nicht mehr in Strukturen auch nachzuverfolgen ist, die sich verselbstständigt, führt natürlich dazu, dass staatliche Strukturen nicht mehr funktionieren. Es ist ja so, dass noch die Universitäten funktionieren, die Schulen funktionieren. Es gibt noch Stromversorgung, zumindest dort, wo nicht gekämpft wird. Es gibt dort, wo nicht gekämpft wird, Lebensmittel, die die Menschen kaufen können. Es gibt Möglichkeiten, die Inlandsflüchtlinge auch in Familien oder in Kommunen und Gemeinden zu versorgen. Das alles würde zusammenbrechen, wenn also die staatliche Struktur und auch die syrischen Streitkräfte so erheblich geschwächt werden, würde das eben halt den bewaffneten Gruppen nutzen. Aber ist das nicht unlogisch vom geopolitischen Standpunkt her? Also eine Afghanisierung oder eine Somalisierung von Syrien wäre doch sowohl für die USA als auch in einem erheblich stärkeren Maße noch für Israel eine große Gefahr. In Israel scheint man sich relativ sicher zu sein, dass man also ein Übergreifen des Krieges auf das eigene Territorium oder auch auf die besetzten Gebiete, wobei ich denke, das sorgt sie nicht so sehr, aufhalten kann. Es sind ja entsprechende militärische Manöver zurzeit im Gange. Es sind Luftabwehrraketen stationiert worden auf dem Golan. Also die israelische Armee hat sich massiv verstärkt in diesem Gebiet. Israel scheint sich sicher zu sein, also einen Krieg abwenden zu können. Aber die Frage ist natürlich auch, was machen die anderen Regionalstaaten dort in der Region? Wie verhält sich der Iran? Wie verhält sich die Türkei? Wird die Türkei bombardieren? Zum Beispiel wird die Türkei Ansprüche in Syrien erheben, was natürlich auch die syrischen Streitkräfte, so sie das denn noch können, zu entsprechender Gegenwehr provozieren würde. Es ist ein Spiel mit dem Feuer. Es scheint ein übergeordnetes Interesse daran zu geben, Syrien nicht nur wirtschaftlich zu zerstören, sondern auch von der politischen Struktur her es zu destabilisieren und mithilfe dieser Destabilisierung vielleicht ganz andere Ziele zu verfolgen in der Region. Genau, das ist meine letzte Frage an Sie heute. Welche langfristigen Ziele gibt es denn neben der Schwächung des Assad, der Assad-Führung? Nun, es ist bekannt, dass also der Iran eine Politik betreibt, die dem Westen nicht passt. Anstatt Gespräche zu führen, werden Beschuldigungen ausgetauscht, wird diffamiert. Eigentlich ist das Ziel dieser Schwächung Syriens sicherlich auch eine perspektivische Schwächung des Iran. Und man sollte nicht vergessen, in Washington hat man das jetzt wieder betont, sowohl Kerry als auch Obama.
Sie betrachten sich als die Weltmacht Nummer eins. Und als Weltmacht Nummer eins oder als die einzige Weltmacht beanspruchen sie natürlich auch die Kontrolle über eine Region, die sehr reich an Bodenschätzen ist. Nicht unbedingt jetzt Syrien, aber der Iran, Zentralasien, dann natürlich Russland bis hin zu China. Also dieser ganze zentralasiatische Bereich ist im Grunde im Fokus der US-amerikanischen Interessen. Und ich denke, darauf läuft es hinaus. Die Region soll destabilisiert werden. Das nächste Ziel wird aller Wahrscheinlichkeit nach der Iran sein. Und der Krieg wird also sozusagen vom Westen in den Osten getragen. Das ist, glaube ich, zu befürchten, und in diese Richtung geht die Strategie. Wir werden die Situation in Syrien sicherlich weiterverfolgen, Sie wie auch bei Weltnetz TV. Ich danke Ihnen fürs Interview. Danke für das Interview.